Grüezi miteinander, einen guten Abend und willkommen bei Paz Musik. Heute aus dem Berner Oberland, von einem Örtli hoch über dem Thunersee mit traumhafter Aussicht und immer wieder vielen gemütlichen, schönen Volksmusikabenden. Wir sind in der Chemie heute, zäschiert, und einen gemütlichen Volksmusikabend gibt es auch in der heutigen Sendung. Kommt mit! Jeder Jagler haben die Sendung hier in der Chemie heute eröffnet. Merci vielmals an Fritz Wittner, an Philipp Zaug, an Simon Zinger und an Andrea Schranzen. Formation ganz aus der Nähe. Alle drei Männer, die gejagelt haben, sind im Umkreis von wenigen 100 Metern hier von der Chemie heute daheim. Ein bisschen weiter hat es die nächste Formation, eine neue Formation aus dem Appenzellerland, Appenzell Ost. Sie sagen sich auch die kleine Streichmusik und sie spielen uns jetzt eine Komposition vom grossen Walter Alder. Er hat Reginas Hackbrett Tschardasch seiner Frau Regina gewidmet. Thank you.
Merci vielmals, Appenzell Ost, mit der Christa Kölber noch, dem Damian Neff und dem Martin Fessler. Und bei mir jetzt zwei ganz wichtige Personen hier von der Chemiehütte, nämlich das Chemiehütte Grosi und ihren Sohn, der Beat Christen. Ihr seid hier Gastgeber. Chemiehütte Grosi, jetzt musst du mir mal sagen, wie ist denn mit dieser Chemiehütte vor über 50 Jahren losgegangen? Das ist im Silvester 68. Ich war schon im Bett. Christa Pohl, er muss noch in den Stall. Dann kann ich sagen, ich kann halber Kuh sagen, ich soll helfen. Nein, nein, geht schon. Es ist eine alte Kuh, das geht schon. Still war, still war. Plötzlich kommt er zu Pfeiferle durch die Stube. Wir bauen ein Wirtschaft, hat er gesagt, eine Wirtschaft. Dann sage ich, ohne mich. Mamal, mamal. Ich war um mich herum und er hat auch geschlafen. Und so hat es angefangen. Am 26. Dezember 1970 konnten wir starten. Wir waren alle Anfänger und nicht wussten, was die Sache alles ist. Und jetzt muss ich noch das Glas haben, geben wir doch noch das Glas. Und das ist das Zeug und das sagt sie hin und her und ein und aus. So haben wir gestartet. Jetzt müssen wir die Zeitmaschine schnell ein bisschen laufen lassen. Das ist jetzt über 50 Jahre her und jetzt bist du immer noch da. Ich glaube, du müsstest ja schon lange nicht mehr. Wieso schaffst du immer noch da in der Chemiehütte? Es macht mir Freude. Am Nord muss ich sein und ich darf noch da sein. Und ich habe eines gesehen, wenn ich nach Führung bin, dann sagt man, dann schaue ich nicht sonst für etwas. Und wieso? Wieso bist denn du nicht Gertrud, sondern das Chemiehütte Grosi und alle Gäste dürfen dir offiziell so sagen? Ja. Sie dürfen mir alle so sagen. Ich höre auf Gertrud und höre auf Chemiehütte Grosi. Viele sehen, oh, der Name. Mm, ja. Oh, wie heiss ist jetzt? Und dann habe ich gesagt, sag mir doch die Chemiehütte Grosi. Das vergesse ich hundertprozentig nicht. Und so bin ich das geblieben. Und ich glaube, ich bleibe es. Ja, das tun wir jetzt nicht mehr ändern. Nein, tun wir nicht mehr ändern. Und wenn man hier oben so eine schöne Aussicht hat, du müsstest ja schon lange nicht mehr arbeiten. Kannst denn du immer noch arbeiten und an dieser Aussicht vorbeischauen und dich um die Gäste kümmern? Ja, darum gehe ich nicht in die Ferien. Ich habe die Aussicht um mich herum. Hals eingepackt oder was ich nicht will. Etwas, was ich will, habe ich noch daheim. Und darum gehe ich nicht. Ja, es ist schön hier. Und wir geniessen jetzt, dass wir auch da bei euch oben sind. Beat Christen, du bist der Sohn auch schon eine Weile hier engagiert. Wir spüren die Leidenschaft von euch als Familie. Wir spüren aber auch, dass hier ein Haufen Sachen hängen, zum Beispiel Schellen und Treicheln, die mit dem Schwingen mit der anderen Leidenschaft von dir zu tun haben. Ja, das ist natürlich schon so. Als Schwinger habe ich mir ein bisschen Namen gemacht, in der ganzen Schweiz. Und ich mache da 90 Töpfchen von mir, der eidgenössische Kranz. Und bin auch ein bisschen ein Brünig-Schreck. Ich hatte das Glück gehabt, durfte 4 Brünig-Kränze machen. Und da reden noch heute Haufen in der Schweiz von mir, wenn ich auf dem Brünig den Knüsselaria genommen habe. Wie ist denn so mit der Musik? Kommen daher nur die Berner oder getrauen sich ab und zu auch Innerschweizer zu euch Musik machen oder Musik hören? Ja, beides zusammen. Also wir haben ja Bündnerformationen. Die Bergünerländerfunde sind immer im Grünen Donnerstag da, schon über 30 Jahre. Und wir haben auch Innerschweizer Formationen und wir auch vom Stoss, weil wir können Musik hören und am Abend wieder heimgehen. Aber wir sind vom ganzen Kanton Musik. Ja, also seit 84. Sind wir weit bekannt. Und dann gibt es ja auch noch die Jodler hier oben, die Zescheriet. Was haben Sie für eine Verbindung zu Ihnen? Ja, der Vater war natürlich im Jodler-Club, wo er noch nicht gewirtet hat. Und die Jodler kommen viel am Donnerstag hierher am Abend. Und das gibt halt einen geselligen Abend. Und ich habe etwas Zeit, sonst wäre ich vielleicht auch bei denen dabei. Wir geniessen Sie jetzt auf jeden Fall. Sie haben für uns draussen schon gesungen, die Jodlergruppe Alpengruss von Zescheriet. Sie singen uns den Bergfrieden Jutz. Thank you.
Herzliche Gratulation an Lena Stoffel mit ihrem Papi, mit dem Carlo. Sie haben die Luftlinie gerne zu weit vom Brigobad im Wallis, jetzt hier auf Escherriedau. Wie sind ihr hier aus dem Wallis rausgekommen? Lena, hat alles geklappt? Ja, wunderbar hat es geklappt. Also, es ist sehr schön hier. Also nicht ganz so wie im Wallis, aber es ist auch schön. Also, ist auch schön. Ansatzweise. Schön. Und darum hast auch du die Walliser Spezialität mitgenommen, dein Instrument, Nattwerisch, Pfeife. Ein Instrument, das ich im Appenzellerland noch nicht so viel gesehen habe. Kannst du mir kurz ein bisschen erklären, was das ist? Ja, das ist ein Nattwerisch-Pfeife. Das gibt es wirklich nur im Wallis. Das ist eigentlich wirklich sehr ein einfaches Instrument. Man sagt, Nattwerisch ist ein altwallisertisches Wort. Das heisst quer, weil es auch quer gespielt wird im Wallis. Und ist eigentlich aber sehr speziell mit uns. Also wir haben dann auch die gleichen Wurzeln. Ich habe nämlich auch mal ja Blockflöte gespielt. Wie viel hat das miteinander zu tun? Schwierig. Aber annähernd. Man kann es in die Richtung. Also ist es auch ein bisschen schwieriger zum Spielen in dem Fall? Nein, das geht schon. Bitte sieben und dann. Da kannst du jetzt schon sagen, als eine der Besten. Ich habe dich am Folklore-Nachwuchswettbewerb gehört, letztes Jahr im November, wo du den dritten Platz erreicht hast. Und die Jury, glaube ich, total baff war, weil es da plötzlich für ein neues Instrument gespielt wird. Wie bist du dazu gekommen, um plötzlich Volksmusik, Ländlermusik auf dieser Pfeife zu spielen? Also die Mama ist schon ein paar Jahre in der Tambour und Pfeife drin. Da bin ich eigentlich da bei Zeug gewachsen mit dem. Und der Papa war dann der Ländlermusik. Und jetzt haben wir gefunden, das ist ein schöner Mix. Und der Papa hat auch mal Pfeife oder ist er von Anfang an bei der Ländlermusik? Nein, er hat zuerst die Trommel und nachher ist er dann die Ländlermusik. Und wie ist jetzt da, wenn man so einen Ländler wie vorher vom Kassi Geiser spielt, ist das nochmal eine Stufe schwieriger oder geht das völlig locker? Also mit uns ist es schon nicht so ein traditionelles Stück, das wir in der Ahnenmusik spielen, aber mit der Nattwerisch Pfeife. Aber ich finde, es gibt mal eine schöne Abwechslung. Wie geht es bei dir weiter? Im Sommer haben wir das Oberwalliser Tammer- und Pfeiferfest. Das ist immer ein grosses Highlight. Und nachher haben wir noch das Eigenössische Tammer- und Pfeiferfest, hier auch sogar im Wallis. Also es geht spannend weiter. Dann steht noch ein bisschen nebenan. Danke vielmals, dass ihr hierher gekommen seid und nochmal einen grossen Applaus. Was störe ich mir nach hier beim Essen? Jedes Mal ewig werden wir alle noch gestört auch beim Essen. Ja, nur wenn ihr schon da sind. Hoi miteinander. Willkommen beim Ländlerlexikon. Glück haben einen zweiten Löffel hier. Da geht's nämlich heute im Ländlerlexikon. Ums Löffeln. Löffel aus Metall oder Holz kommen in allen möglichen Spielweisen und in vielen Kulturen als Musikinstrument vor. Hauptsächlich werden sie in der Volksmusik zur Tanzbegleitung verwendet. Meistens sind Löffel bei grossen Festessen zwecksentfremdet worden und aus der Laune heraus als Begleitung von der Musik genutzt worden. Ab dem 19. Jahrhundert hat man extra fürs Musiken Löffel hergestellt. Vor allem in Russland sind sie sehr beliebt.
Aber auch in Irland, wo man Spons and Bones, glaube man sagt Spoons and Bones, also Löffel und Knochen, in einem grossen Tempo gespielt werden. Aber auch im Alpenraum und in der Schweiz nimmt all wieder einmal ein Gast im Restaurant die Löffel zur Hand und tut zu der Musik her begleiten. Das ist nämlich ganz einfach. Man kann jetzt hier zum Beispiel die zwei Suppenlöffel nehmen, oder? So, oder dann. Oder man kann hier die richtigen, typischen, konzipierten, ländlermusikanten Holzlöffel nehmen. Jawohl, genau. Und dann spannt man die hier so zwischen Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen ein. Und dann kann man hier einfach eine Art, zu einem Schottisch oder zu einem Ländler kann man hier drauf loslöffeln. Kann man auch noch ein paar Spargelimente machen, zum Beispiel so. Da haben wir schon die ganz wildesten Sachen gesehen. Und dann ist da ein wunderbares Ding, Rhythmik, Begleiter, Ding, Rhythmik. Genau. Sau glatt. Habt ihr Lust bekommen, um das auch mal auszuprobieren? Aber ich gebe es euch einfach für den Schluss noch einen guten Rat. Letztens haben wir noch gesehen, da ist zuvorderst im Saal von einer wunderschönen Frau gehockt. Wunderbare Frau gehockt. Da bin ich zu einer Führung und hat zu einer gesagt, ob sie jetzt mit mir nicht will, beim nächsten Tanz ein bisschen löffeln. Da hält es mir links und rechts ein paar die Löffel her. Ich weiss heute noch nicht wieso. Schau miteinander. Merci vielmals, Fassbrass mit dem Gerry Amrain, dem Norbert Kappeler, dem Benno Peter und dem Thomas Hauri. Eine Formation, die dieses Jahr noch ein bisschen nebenbei vorhat. Sie feiern im August und September dann ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer Geburtstagsparty im Sörenberg und Zebnerkappel. Und da bei mir eine Formation, jetzt, die noch nicht ganz 20-jährig feiert. Sie kommen aus der Region. Ländler Kompass mit dem Albert Boss, dem Andreas Nebiker, Peter Grossen und dem Samuel Steuri. Andreas, wie ist die Ländler-Kompass-Formation entstanden? Ja, wir sind eben, wie du es gesagt hast, wir sind aus verschiedenen Richtungen. Und wir hatten einen Ländler-Abend in Grindelwald. Und Albert und ich waren auf der Suche, die gesagt haben, wir wollten eine Formation gründen. Und dann haben wir dort den Samuel Steuri lernen kennen an diesem Abend. Und so ist das eigentlich dann weitergegangen, bis wir irgendwie bei Peter sind gelandet über Umwege. Und er uns ein bisschen hat ausgeholfen. Und auf einmal haben wir gefunden, es ist eine coole Geschichte. Wir wollen zusammen weitergehen. Und so sind wir jetzt hier, seit rund zwei Jahren, sind wir so unterwegs. So schnell entsteht eine namhafte Formation. In welche Richtung musikalisch zeigt der neue Kompass? Darum haben wir auch den Kompass drin, weil es soll ein bisschen rundum sein. Wir wollen
traditionelle Musik machen, kernige Volksmusik. Wir wollen aber auch Sachen, die ein bisschen Stimmung bringt, die löpfig sein soll. Und eigentlich auch so probieren wir alles ein bisschen abzudecken und auch auf einen Kunden einzugehen, die uns buchen, dass man wirklich sagen kann, für was soll denn die Musik sein, so wenn wir auch auftreten. Und wenn wir euch buchen, hat man dann der Teil, den du jetzt da gerade in der Hand hast, auch im Preis inbegriffen, weißt du? Das bei uns ist immer das All-Inklusive-Paket. der kommt mit und den brauchen wir so für spezielle Geschichten, so als Einlage. Manchmal stehen wir ein bisschen zu essen und dann bringen wir den so mit einer Solo-Einlage und wir haben alle frei. Es gibt so eine Auflockerung, das ist aber noch spassig. Jetzt musst du aber gleich schnell erklären, es sieht spannend aus. Haben all die Metallteile, die da dran sind, eine akustische Funktion? Kannst du uns das kurz demonstrieren? Ja, absolut. Ich muss sofort das Mic weitergeben. Also da haben wir, das ist ein Hundsnapf hier, mit einer Maschinenbaufeder dran. Und unten dran haben wir das Rasseli. Und dann sehen wir das so. Und die Feder, wenn man die Feder schlägt, dann tut es ein bisschen Kübeln dran. Das ist eigentlich von einem Schlagzeug. Das sind Kühe- und Geissglöckchen. Und dann haben wir hier noch das Rassli, das hier, Eigenbau. Und natürlich das hier, da sind wir ganz stolz. Jetzt bin ich gespannt, wie das im Ganzen tönt. Danke vielmals. Wir hören die Ländler Kompass jetzt geht. Und ich muss mich leider schon wieder verabschieden von Ihnen. Die Musik gibt es dann in 2 Wochen wieder. Und bis dahin können Sie aber gerne auch im Internet stöbern auf srf.ch/volksmusik. Oder auf unserem Facebook-Kanal finden Sie ganz viele Videos. Schmankerl, zum Beispiel das Ländler-Lexikon mit dem Vorwin. Und in 2 Wochen ist dann wieder Bats Musik angesagt. Dann sind wir in Kappel am Albis in einem Volksmusiklokal, wo die Wirtin die Töchter vom legendären Stanti Schönbächler ist. Die Sendung dreht sich um seine Musik und wir dürfen namhafte Formationen geniessen, zum Beispiel das Akkordeon-Duo Wachter Ruetz oder die Schweizer-Örgeli-Formation Kregas und eine talentierte junge Nachwuchsformation aus dem Appenzellerland. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Vergnügen mit dem Kompassfax. Ade miteinander.